Hallo, weiter geht's mit einer Folge Tour de France und Borans Grohe, Kapitän ist Vlasov. Und wir sehen Platz 3 in der Gesamtwertung nach 15 Etappen. Roglic führt, etwas überraschend für mich, mit 20 Sekunden vor Pogacar und dahinter ist dann schon ein ziemlich großer Abstand. So. Jetzt wird's nochmal interessant. Gleich drei Bergetappen in Folge, bevor es dann im Prinzip entschieden ist. Außer das letzte Zeitfahren da noch. Aber jetzt erstmal die erste Bergetappe. Pogacar, Roglic wieder mal Favoriten, dann Martinez. Ah, hier muss man schauen, ob es hier wirklich Abstände gibt bei den Favoriten. Vlasov zumindest in Normalform, Schachmann in sehr guter Form. Gegebenenfalls ist er was für Ausreißer. So, ja, ich will auf jeden Fall Schachmann da mal wegschicken. Polle ist auch gut in Form. Zweifel Leute versuchen wegzuschicken. Konrad ist der Helfer hier für Vlasov. Jetzt könnte es sein. Haben wir es geschafft. Ja, 2 Minuten. Ich bin jetzt mit zwei Fahrern in der Spitzengruppe. Schachmann und Pollitt. Und beide sind in einer Superform heute. Hoffen wir mal, dass die Teams Erbarmen haben und den Abstand da ein bisschen anwachsen lassen. Oh, Polit, was ist jetzt los? Drei Minuten, ja, werden wir wieder nicht durchkommen, ist doch Mist. Also die Teams machen da auf jeden Fall Tempo im Feld. So, was ich noch erwähnen wollte, kurz, ich hatte ja schon mal angesprochen letztens auf die Dokumentation über Jan Ullrich, Being Jan Ullrich, in der Mediathek der ARD und ich glaube sogar auf YouTube verfügbar. Und da hat er auch noch im Kommentar jemand geschrieben. Sorry, ich weiß es gerade den Namen nicht, ich habe jetzt nicht mal vorher nachgeschaut, dass vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk, da auch noch eine Reportage über die Tour von 1997 gibt. Die ist tatsächlich auch, ich habe sie mir schon angeschaut, die ist auch sehr gut gemacht. Wieso macht er hier so krasses Tempo? Was soll das? Ja gut, dann. Ja, genau. Also die ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Auch gut gemacht. Oh Gott, ich muss hier noch ein bisschen aufpassen jetzt, wenn ich wieder das erzähle. Boah,
Boah, Vlasov hat auch schon ganz schön bluten müssen. Das Tempo ist echt heftig. Jetzt haben sie rausgenommen. Ja, aber YouTube mal suchen unter ein bzw. kein Sommermärchen heißt es. 1997. Irgendwie so. Auch wirklich gut gemacht. Geht eine Stunde, glaube ich. Schachmann, stimmt. Bergtrikot. Ah, habe ich jetzt gar nicht so hundertprozentig dran gedacht, dass er da ja auch gut platziert ist. So, achso, was ich noch sagen wollte, ich werde auch wieder das Tour de France Fantasy Game spielen. Das wurde auch, glaube ich, mal in einem Kommentar gefragt. Ich werde dann nochmal wieder den Link posten zur Liga, wo man da mitmachen kann. Man kann da ganz gute Preise gewinnen von der Tour de France selbst, sogar eine VIP-Reise, glaube ich, zur Tour. Oder zur nächstjährigen Tour wäre das dann. Und noch andere Preise. Aber gut, da muss er wirklich schon ganz vorne dann im Endklassement sein. So, aber hier ein bisschen konzentrieren, weil ich merke gerade, ich fahre die Abfahrt hier runter wie so ein, weiß ich nicht wer. Wie jemand, der keine Abfahrten fahren kann. Aber gut, auf jeden Fall wieder regeneriert. Das ist gut. Wie sieht es bei Schachmann aus? Oh, der ist alleine unterwegs. Da habe ich ja noch über. Da habe ich noch. Boah, das ist ja ein Anstieg hier. Bui, Meurthe Peguer. Das sieht ja auch interessant aus. Okay, Schachmann. Applaus gehe. Und jetzt. Muss ich mich ein bisschen hier. Roglic. Roglic, was macht der? Bitte lass mich vorbei. Pogacar will auch schon vorbei. Auch hier eingeklemmt. Simon jetzt greift an. Valverde. Higita, was macht der? Amirail, Wout van Aert noch gut dabei. Godu, ja, auf den muss man auch aufpassen. Wo ist Carapaz? Adam Yates, Martinez. Gut, ich glaube, Schaubmann wird da nicht durchkommen. Nach vorne ist er ja schon schade eigentlich. Es geht dann nur noch berg runter ins Ziel. Roglic.
Pogacar. Wout van Aert ist weg. Schaut man, ist immer noch vorne, hält sich super. 18 Fahrer groß. Bin schon ganz schön hier mit Vlasov am Energy Cap fast schon dran. Das ist schon heftig. Wie lange ist noch bis zur Bergwahl? 1 Kilometer. Schachmann kann jetzt nicht mehr. Gut, das war abzusehen, dass er da nicht durchkommt. Ich muss jetzt wirklich mit Vlasov gucken, dass ich hier einfach dran bleibe. Obwohl die Gruppe noch so groß ist, ist das schon wieder heftig, dass ich da kämpfen muss, um dran zu bleiben. Fast schon. 700 Meter noch, ja. Das könnte echt heftig werden. Muss dann gucken, dass ich in der Abfahrt wieder rankomme. Prozent. Jetzt wird es mal richtig steil. Ja. Muss da schon rausnehmen. Es geht leider nicht. Enttäuschend für Vlasov. Jetzt muss ich gucken, dass ich da. Es geht dann nicht so steil runter, Mist. Ah, jetzt wird's besser. Hier sind nur 2%. Das ist Mist. Jetzt verliere ich richtig Zeit hier. 50 Sekunden. Wäre jetzt richtig schlecht, wenn sie jetzt echt die ganze Zeit. Jetzt. Jetzt kann er sich regenerieren. Eine Minute zurück. Ich glaube nicht, dass ich das noch aufholen werde. Ja, schon ein bisschen enttäuschend, wie das gerade hier wieder abläuft. Und es ist leider auch keine Abfahrt, wo man jetzt Zeit gut machen kann. Jetzt hier mal ein bisschen. Kilometers.
race for the lead group. It could be decided in the sprint. Tja, jetzt verliere ich natürlich mit Vlasov auf den dritten Platz. Das wird dann interessant. So, 8 Kilometer noch. Martinez, weil wer der greift an? Roglic. Ja, 1,5 Minuten schon weg. Eieiei. Schade, schade. Vorentscheidung um den dritten Platz ist das fast schon. Wer hat da noch so viel Energie und kann die ganze Zeit Tempo machen vorne? Mann, 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 ey. Eins vierzig. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Zwei Minuten Rückstand werde ich dann haben. Oh Mann, ey. Pinot gewinnt vor Pogacar, Luzenko. Wenigstens kriegen die anderen keine Zeitbonifikation. Ja. War nicht wirklich toll aus Bora-Sicht. Schachmann ist gut gefahren. Aber Vlasov konnte nicht wirklich viel machen. So, Roglic bleibt, glaube ich, vorne, ja. Oder? Ja, Pogacar, 6 Sekunden. Boah, jetzt bin ich so weit hinter Carapaz, weiß ich nicht, ob ich den noch einholen kann. Kelderman hat auch viel verloren. Da wackeln auch noch die Top 10. Bergwertung führt Roglic mit einem Punkt vor Schachmann und dann Landa. Das ist richtig knapp. 56, 57, 58, 59. Gut, Punktewertung ist auch klar. Da brauchen wir nichts mehr machen. Ja, gut, dann müssen wir noch eine Etappe jetzt fahren, damit wir dann morgen die letzten 4 Etappen werde ich dann in einer Folge machen. Und jetzt fahren wir nochmal die Bergetappe. Die entscheidet jetzt auch nochmal einiges, ob ich vielleicht doch noch eine Möglichkeit habe, den dritten Platz irgendwie. Aber Carapaz wird hier schon angezeigt. Insofern, ich habe wieder keine Topform. Mist. Hallo, Cycling-Fans everywhere. If we take into account the only finish at the Perigord Altiport, we can expect a battle between the favorites. And why not? Könnte halt Schachmann noch mal wegschicken.
Ah, da tue ich den richtig verheizen jetzt hier. Ich geh da wieder auch wegschicken. Keldermann darf jetzt Vlasov beschützen. Between the peloton and the escapees is stationary. Das Feld lässt die Auser also irgendwie nicht wegfahren. Bardet, Quintana, Miguel Angel Lopez, Mas. Schach mal, nein. Nicht so ein Tempo machen, bitte. Also irgendwie lassen die uns hier nicht wegfahren. Boah, das Tempo ist nix. Eieieiei. Das war's wohl mit Schachmann. Tempo ist extrem hoch im Feld. Also was hier für ein Tempo gefahren wird, das ist schon heftig. Keldermann sollte aber eigentlich Vlasov schützen. Konrad ist noch dabei, hält sich gut. Also mich nervt das schon wieder, dass man hier schon jetzt irgendwie Energieprobleme langsam bekommt, obwohl noch fast 50 Fahrer im Feld sind. Das Tempo ist echt einfach zu hoch. Es gibt da noch den Schlussanstieg. Ich kann jetzt noch nicht die Verpflegung für Vlasov nehmen. Puh, ich sehe jetzt tatsächlich ein bisschen schwarz hier für Vlasov. Das mit dem dritten kann ich mir wohl abschminken. Ich muss ja voll durchdrücken, um irgendwie dran zu bleiben. Das ist nicht machbar. Ich glaube, Vlasov ist etwas zu... Ja, falsch. Vlasov ist etwas zu...
schlecht eingestellt. Vielleicht 1-2 Punkte zu schlecht, keine Ahnung. Mindestens am Berg eine 81, ansonsten die anderen Werte muss man schauen. Problem ist, dass er dann noch ein Anstieg kommt. Wout van Aert ist noch vorne dabei, aber Vlasov nicht. Boah, das ist... Puh, schlecht, 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 schlecht. Oh, Gaudu ist aber auch schon zurückgefallen. Ja, jetzt kriegen wir noch ein paar mehr Probleme. Martinez, Maas und so weiter. Wout van Aert jetzt auch. Da vorne ist die Gruppe. Mit Pogacar. Aber die machen auch gerade kein Tempo mehr. So, Abfahrt, los geht's. So, naja, gut, Zeit werde ich da nicht gut machen, großartig. Obwohl ein paar Sekunden sind schon 1,39 nur noch. Ah, vorne sind sie. Warum macht denn keiner Tempo? Dass Enric Mas kein Tempo macht, wundert mich. Nein, Sturz. Abfahrt. Macht jetzt auch nicht mehr viel aus. So, Anstieg geht los, aber ich fahre jetzt hier mein Tempo mit Vlasov.
gegebenenfalls noch ein paar Leute von der Elf-Mann-Gruppe dann einzuholen, die dann vielleicht Probleme bekommen. Ich werde jetzt ja auch alles schon verschwenden hier. So, wir sind jetzt 1,20, 1,35. Miguel Angel Lopez, wieder ein Stück davor. Sechs Kilometer, ja, wenn ich noch ein bisschen übrig habe, werde ich auf die letzten zwei Kilometer noch ein bisschen Tempo erhöhen. Wenn noch Energie übrig ist. Pogacar hat sich abgesetzt, Roglic ist zurück, somit Gefahr fürs gelbe Trikot. Jetzt kriegt ihr Wout van Aert Probleme, so wie es aussieht. So. Carapaz kann sich von der Gruppe um Roglic lösen, so wie es aussieht. Vier Kilometer noch. Ich werde das Tempo dann erhöhen, wenn nach dem Flachstück, das was dann dort kommt, nochmal der längere rote Bereich kommt. Dort werde ich das Tempo dann gegebenenfalls mal erhöhen. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen raus. So, wer kommt von vorne jetzt zurück? Das sind dann... Welche Gruppe bin ich denn? Castro Viejo. Okay, wir sind noch weiter zurück. Guillaume Martin kommt von hinten. Mit Herrera. Pogacar 19 Sekunden vor Roglic. Jetzt geht's hier um Gelb. Jetzt macht Roglic schon mal 14 Sekunden. Nee, doch nicht. So, jetzt können wir ein bisschen erhöhen mal das Tempo. Pogacar gewinnt vor Carapaz, dann Roglic. Aber Roglic wird jetzt wohl das gelbe Trikot verlieren. Letzter Kilometer. Cataneo. 700 Meter noch. Jetzt kommt ja nochmal der letzte steile Anstieg. Aufpassen. Im Ziel. Ja, ja, schlecht, schlecht, am schlechtesten. Keine Chance hier mit Vlasov.
Schade. Naja, dann ist es jetzt nur noch Top 5 als Ziel. So, von da auf 13, auf 5, sage und schreibe 5 Minuten habe ich auf Carapaz verloren. Natürlich extrem schlecht. Ja, was soll man da noch machen? Pogacar hat die Gesamtführung übernommen. 9 Sekunden vor Roglic, Vlasov. Ja, okay, der vierte Platz dürfte dann doch relativ sicher sein. 6 Minuten noch knapp vor Adam Yates. Aber Carapaz ist natürlich zu weit. Ja, das sind natürlich Abstände. Also das ist zu viel des Guten, glaube ich. Ich glaube, da muss noch ein bisschen geschraubt werden am Spiel. Ich glaube nicht, dass die so krass sein werden. Na, mal gucken. Ja, Pogacar hat die Führung übernommen, Vlasov Vierter, Bergwertung, Schachmann Dritter, da wird wohl auch nicht mehr viel passieren. Punktwertung, Nachwuchswertung sowieso. 1 Stunde. Teamwertung wird es auch nichts. Na gut, okay, ja, das war die vorletzte Bergetappe. Dann morgen in der nächsten Folge die restlichen Etappen der Tour, bevor es am Freitag dann losgeht. Also danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.